Sonntagnachmittag an der Fischfarm. Toller Spot, wie ich schon in einem anderen Video erzählte. Ja, sowas auf Gran Canaria praktisch ausgeschlossen, eigentlich auf allen Kanaren. Aber hier, ich wundere mich selbst, kein Mensch hier. Dazu noch wieder schönes Wetter, was heißt wieder? Wir hatten einen beschissenen Sommer, kann man durchaus sagen. Wir sind jetzt Mitte August. Und im Sommer, Juli, August, hatten wir bestenfalls einen Tag in der Woche mit Sonnenschein. Der Rest viel zu viel Regen, was wohl auch ungewöhnlich für diese Gegend hier ist, obwohl es eine recht regenreiche Gegend in Westnorwegen ist. Aber so einen beschissenen Sommer hat hier eigentlich auch noch kein Einheimischer erlebt. Mal schauen, was hier am Sonntagnachmittag so geht. Die Lachsfarm, die kennt ihr ja schon, da kommen eure norwegischen natürlichen Lachse her. Die zappeln sich da zu Tode teilweise auch in diesem Netz. Die sind so Abertausende da drin. Das Netz geht ungefähr 30 Meter in die Tiefe. Je nach Region können ja auch bis zu 60 Meter tief gelegt werden. Das ist halt gesetzlich vorgeschrieben. Gefüttert werden die über ein Schiff, über das Schiff da. Über Luftschläuche wird das Futter durchgeblasen. Naja. Und angeblich heutzutage mit weniger Chemikalien, die Fische behandelt, beziehungsweise mit Medikamenten. Aber von Wildlachs kann da keine Rede sein, zumal dieser Lachs, diese Lachsart auch gar nicht in Norwegen vorkommt. Das ist eine spezielle Zuchtform, ich glaube aus einem atlantischen Lachs und einem kanadischen Lachs. Angeblich sind es auch nur Weibchen, doch wenn so ein Netz mal kaputt geht, dann ist hier großer Alarm, weil die Dinger müssen sofort wieder eingefangen werden. Ich kenne das ja von Gran Canaria, wo die, oh guck mal hier, hier sieht man übrigens einen dicken Makrelenschwarm durchziehen, dass sich sogar das Wasser bewegt. Wow, richtig viel wieder. Ich glaube nicht, dass man die ohne Polpolle sehen kann, aber man sieht so ein bisschen an der Wasserbewegung. In Massen, ja. Nur so 20, 25 cm, ideale Futterfische, also vielleicht haben die auch entsprechende Räuber angelockt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich leg mal los. Eine Makrele fangen. Und dazu nehme ich mal meinen Eigenbaublinker. Der ist, glaube ich, aus einem Kirschkern oder Olivenkern im Kerne. Da gucke ich mal, dass ich schnell diesen Köderfisch im wahrsten des Wortes an Land kriege. Fisch in der Haus. Na schön, die Makrelen wollen nicht, das ist ja echt kacke. Boah, hier sind tonnenweise Makrelen und ich krieg keiner einen Haken, das ist nicht zu glauben. Da nicht. Also, dann haben wir die Grundroute umsonst mitgenommen. Dann geht's jetzt zum Thema Jiggen. So, jetzt bin ich wirklich ganz unten. Ich glaube, da irgendwas in der Tiefe beißt. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass nichts beißt an größeren oder überhaupt an Köhlern im Moment, weil es einfach so viel Süßwasser noch im Fjord ist, weil es hat schwer geregnet in den letzten Tagen wieder, übermäßig. Da ist der Fjord halt ab und zu süß. Und viele Meeresräuber, die einen höheren Salzgehalt mögen, die verziehen sich dann nach draußen ins offene Wasser. Ja, da haben wir einen großen. Guter Fisch jedenfalls. Ich weiß nicht was, aber ziemlich spät eingestiegen, wahrscheinlich eher ein Pollack. Ah, 3 Kilo Fisch schätze ich. Ich zappel ziemlich viel. Ziemlich viel Gerätschaften hier, da muss man schnell rausziehen. Das ist aber das Problem, dass hier vorne von den Schiffen noch unglaublich viele Drähte und Mist versenkt sind. Man muss halt zusehen, dass man die da dran vorbeikriegt, die Fische. Arbeitet echt gut. Was haben wir da? Ich
guter Kämpfer, das kann man ihm durchaus lassen. Er scheint Sai zu sein, okay. Ja, zumindest ein brauchbarer Sai, das ist doch gut. Guter Küchenfisch. Guter Kämpfer. Ja. Ja, schönes Tier, 3 Kilo haben die immer. Ja, Assist-Hooks sind eine wichtige Sache bei Slow-Jigs vor allem. Bei normalen Pilkern oder Speed-Jigs kann man auch ein Drilling gerne einsetzen. Aber Assist-Hooks sind bei Slow-Jigs das A und O, auch zur Köderführung. Denn unsere Action kommt meistens eben beim Fallen des Köders, wo diese gleichmäßig gewichteten Slow-Jigs einfach waagerecht fallen, horizontal fallen, im Gegensatz zu den meisten Pilkern und Speed-Jigs. Und da brauchen wir vorne und hinten Haken. Und damit die aber besonders locker und flockig im Wasser ihre Action verteilen können, können wir hier nicht einen schweren Drilling montieren mit einem schweren Sprengring, sondern wir machen Einzelhaken, spezielle Jig Assist Hooks vorne und hinten dran. Vorne etwas länger, hinten etwas kürzer. So kann der Fisch, egal von welcher Seite er kommt, irgendwo beißen. Und die Sache ist die, es ist nicht so, wie viele Leute glauben, dass der Fisch einfach damit gerissen wird, gehakt wird, sondern ganz im Gegenteil. Der Fisch wird mit diesen Assist Hooks meistens sauberer im Maul gehakt. Ganz einfach deswegen, weil viele Fische, zum Beispiel eben auch die Seelachse, haben, bevor sie zubeißen, einen Sogeffekt. Und mit diesem Sogeffekt ziehen die diese leichten Assist-Hooks an diesen Schnüren einfach in das Maul hinein und bleiben dann viel enger hängen. Sie schließen dann auch schon direkt beim ersten Kontaktgefühl das Maul und hängen dann meistens sauber an diesem Assist-Hook. Dann hat der Assist-Hook den Vorteil, dass er eben das Gewicht des Jigs entkoppelt, also der Haken, anders als bei einem Drilling, einem schweren Drilling, der einfach irgendwo sitzt, nicht mehr so leicht rausgehebelt werden kann, weil eben hier ein lockeres Stück Schnur zwischen sitzt und das eben sich schwer aushebeln lässt. Ein weiterer positiver Effekt von den Assist Hooks ist natürlich, wenn der Köder auf den Boden gefallen ist, fällt zuerst der Köder auf den Boden, bums, und die im Wasser, weil durch die Schwerkraft und weil sie eben wesentlich leichter sind, werden die Assist-Hooks nachgezogen. Das heißt, wenn ich spüre, der Köder ist angekommen, habe ich immer noch eine halbe Sekunde Zeit, sofort anzulupfen und den Köder wieder hochzubewegen, sodass die Hängergefahr einfach mit Assist-Hooks, auch deswegen, weil es eben Einzelhaken sind und nicht wie so ein Rettungsanker eben ein Drilling sich irgendwo festhaken können, sie verhängen sich weniger leicht am Boden. Also mehrere Vorteile. A, der Fisch kann sich schwerer entkoppeln, wenn er mal gehakt ist. B, er wird auch leichter gehakt, dadurch, dass er diese Haken durch den Sogeffekt beim Zuschnappen mit reinsaugt. Und C, man kriegt weniger Hänger mit den Assist-Hooks. Und wie viele wissen, bin ich jemand, der aus Scheiße gerne Erdbeeren macht. Daher mache ich mir die Assist-Hooks auch selber. Die kann man fertig kaufen. Und was ich zum Beispiel sehr empfehlen kann, als Assist-Cord, wie man das so schön nennt, alte Schnürsenkel von meinen Salomon-Schuhen. Die sind unglaublich robust, unglaublich abriebsfest und widerstandsfähig. Also wenn man einen großen Jig hat, bei dem man halt relativ dicke Assist Cords gebrauchen kann, dann sind das ein Mid-Level. Ansonsten habe ich hier eine Dark-Kron-Schnur, auch keine spezielle Angelschnur, sondern die ist gedacht für Drachensteigen. Und damit montiere ich auch die meisten Jigs. Diese Härchen hier, die kann man dazu machen. Was ich noch empfehlen kann, bei fertig gekauften Assist-Hooks wird immer so eine Tube drüber gemacht, damit der Knoten halt geschont wird. Also ich gehe mal davon aus, so einen normalen Öhrhaken kann ja jeder binden, aber ich denke mal, ein richtiger Angler sollte auch ganz normalen Plattenhaken binden können. Diese Tubes, die finde ich ziemlich nervig, A, weil es eben ziemlich viel Arbeit ist, die da drüber zu fuddeln. Dann hat man zusätzliches Material, was man auch eben braucht, und dann muss man das Ganze zusammenfüllen und es sieht einfach irgendwie dann schwer hässlich aus, macht das Ganze auch globiger. Und da ist es so, dass ich mir überlegt habe, UV-Kleber, also UV-Epoxid, was ich auch für meine Köder verwende,
Das trage ich hier auf und verklebe sozusagen die, die Windung, den Knoten, sodass hier wirklich überhaupt nichts mehr aufgehen kann. Ich habe also die Sicherheit, A, dass die Zähne durch das Epoxid nicht so leicht die Schnur beschädigen können, also wie praktisch auch dieser Knopf hier machen soll, und der Knoten dadurch gar nicht mehr aufgehen kann. Und es sieht eben auch schöner aus. Der Vorteil von den Assist-Hooks, die man sich selber macht, ist einfach, dass man die Längen auch selbst bestimmen kann. Man kann zwar auch fertige kaufen, speziell für den Schwanz, die eben ein bisschen kürzer sein sollen, als für den Kopf, die ein bisschen länger sein sollen. Allerdings muss man dann wirklich ganz genau wissen, welche Hakengröße mit welcher Schnurlänge passt zu welchem Jig. Und da ich mir mal gerne auch mal verschiedene Jigs kaufe, Slow Jigs, mal solche Formen, dann hier in Norwegen eher diese fast schon elliptische Form. Da braucht man eben immer wieder andere Längen, immer wieder andere Hakengrößen, je nachdem welche Gewichte man auch fischt. Und daher mache ich die eben selber. Das ist auch billiger, denn fertig gekaufte Assist-Hooks, die dann oftmals noch nicht mal passen, die kosten teilweise bis zu 4 Euro so ein Paar. Da ist es wirklich ein preislicher Unterschied, ob man sich fertige Jig-Hooks kauft. Ein bisschen Drachenschnur dazu. Und wie gesagt, wenn man will, UV-Kleber und sowas hat man vielleicht auch zu Hause. Und sich die selber macht für ein Viertel des Preises, wenn überhaupt. Anstatt sich eben die Sachen zu kaufen und dann eben festzustellen, die Haken sind zu lang, beziehungsweise die Assist-Cord ist zu lang oder die Haken sind zu klein oder zu groß. Abraten möchte ich von irgendwelchen 0815 Haken. Beim Jiggen ist es wirklich das A und O, dass die Haken nadelscharf sind. Es muss praktisch beim geringsten Kontakt muss der Fisch schon reingehen. Also hier merkt man schon, da bleibe ich schon direkt hängen. Also irgendwelche popeligen 0815 Haken, die man vom Aalangeln hat oder so, die sollte man unterlassen. Es gibt natürlich auch andere Modelle. Ich nehme jetzt hier diese relativ feindrätigen. Vorher habe ich halt relativ grobe gefischt. Das hängt immer davon ab, auch wie schwer der Jig ist und wie stark auch die Angel ist natürlich. Das hier sind ja schon etwas massiver. Man sieht, die sind kurzschenkliger Jig-Haken im Allgemeinen. Und sie sind halt so ein bisschen mit der Spitze nach innen gewickelt. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der Haken ja meistens so baumelt und dann der Haken, der Point, also der Druckpoint, wo der Haken gesetzt werden muss, halt ein bisschen nach innen gezogen werden muss. Und jetzt zurück zum Angeln. Ja, noch ein paar Worte zum Slow Jigging allgemein. Ich habe da auf einem Video, ich glaube Slow Jigging Norway oder sowas habe ich das Video genannt. Eines meiner letzten. Von sogenannten alten Norwegenhasen da ziemlich blödes Feedback bekommen. Wie moderner Kram, so ungefähr der Tenor. Also in dem Sinne, ich fange mit meinen alten, gammeligen, typischen Norwegen-Pilkern. Habe ich vor 25 Jahren auch so gefangen. Damit meinen sie wahrscheinlich, dass man die Rutenspitze dann so am Boot so ab und zu anlupft. Das hat bestimmt vor 25 Jahren funktioniert. Da habe ich schon einige Geschichten zugehört, wie viel Fisch es hier gegeben hat. Aber eben, die Zeiten sind anders. Und da habe ich einen 1:1 Test vor kurzem gemacht. Da war ein alter Kumpel von mir. Ein typischer alter Norwegenangler mit seinen typischen Norwegen-Pilkern. Und sein Sohnemann mit modernem Norwegen-Stil. Ein moderner Norwegen-Stil heißt ja allgemein Gummifisch muss sein. Natürlich mit Motoröl der Farbe, beziehungsweise scheiße braun. Wie man es auch anders ausdrücken könnte. Und die habe ich auch hier an den Platz gestellt. Sogar in besserer Wurfposition. Und da wollte ich noch mal sehen. Und letztendlich habe ich beide outfischt. Das heißt, sie wollten über den Köhler. Den Köhler habe ich gefangen. Seelachs. Auch so ein 3 Kilo Exemplar wie eben. Ja, für euch reicht der, oder? Und noch einige andere Fische mehr. Und sie zusammen eben, ich glaube, einer hat eine Makrele noch gefangen und einer einen kleinen Pollack. Mit, wie gesagt, der alten Norwegen-Technik, der billige Pilker oder eben der modernen Norwegen-Technik, der motorölfarbene Gummifisch. Und es war eindeutig so, dass eben der Slow Jig mehr fängt. Deswegen kann ich jedem, der vom Ufer, wahrscheinlich auch vom Boot in Norwegen angelt, nur diese Slow Jigs empfehlen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass man ja mehrere Möglichkeiten hat, den Fisch zu fangen, eben bei der aufsteigenden Phase.
Huhn beim Runterfallen. Und gerade in dieser Fallphase, wo sehr viele Dorschartige gerne den Köder nehmen, bewegt sich der Slow-Jig einfach viel besser als so ein klumpiger, typischer Norwegen-Jig und auch so ein typischer Gummifisch. Probiert es einfach selber aus. Ihr werdet feststellen, die Dinger fangen einfach mehr, zumindest auf die Dorschartigen. Und für alle anderen, die das nicht wahrhaben wollen, die also eine Papaya für eine dicke Banane halten, die können ja weiterhin auch natürlich fangen, aber garantiert weniger. In der Tiefe haben wir mit großen Fisch gehabt. Das gibt natürlich ein Problem. Oh. Ich hoffe, den kann ich bändigen. Oder der reißt mir wieder ab. Richtig großer Fisch. Richtig großer Fisch. Ah, es gibt wieder nichts. Vorne ist halt eine Scheißkante. Er kommt hoch, freiwillig sogar. Was ist das? Hat in großer Tiefe gebissen. Bestimmt 80 Meter. Ich kann jetzt sehen, wie ich mit der Roller den nachkurbel. Aber dafür ist die Sight Tiger mit 1,10 Meter natürlich ideal. Ich bin gespannt, was es ist. Das Problem mit der Kante hier vorne. Ich hoffe, dass er nicht hängen bleibt. Fisch ist gut. Aber es ist echt Arbeit, den Fisch da vom Grund wegzukriegen. Da ist schon wieder die scheiß Kante, ich spüre sie. Ich hoffe, dass der Fisch jetzt Druckprobleme kriegt, dass ich ihn eben leichter landen kann. Komm her. Ich glaube, ich habe das Schlimmste überwunden. Was haben wir da? Also groß ist er gar nicht, hä? Wow! Ein größeres Hai. Auch nicht schlecht. Voll in Gas. Größeres Hai ist halt größer Köder. Mal den gehoben kriegen, problemlos. Wo hängt der? Müsste eigentlich gehen, ne? Und ja. Oh. Ja, schon besser. Schönes Tier. Nochmal einen großen Sei, mein lieber Mann, ey. Ah, Scheiße. Ja, da kam aber alles zusammen. Als wollte mich der Akkuwarnton von der Kamera vor dem Drillaussteiger warnen. Schnell einholen und dann beim nächsten Wurf den Fisch fangen, dachte ich mir. Schon wieder. Drillaussteiger Nummer 2. Mal kurz warten und den Slow-Jig fallen lassen. Ja, ja. Und dabei sagt man doch, alle guten Dinge sind drei. Drei Drillaussteiger auf einen Wurf? Das habe ich noch nie erlebt.